Hallo liebe Leute, schön, dass ihr wieder bei mir einschaltet. Ich hoffe, bei euch ist alles richtig genial. Wobei, vielleicht nicht ganz so. Man hat ja schon mal das Problem, dass man auf dem Fernseher was sieht, da eine App geöffnet hat oder das Live-TV-Programm schauen möchte, aber den Ton von dem Fernseher an seiner Anlage haben möchte. Jetzt hat der Fernseher den Tonausgang aber nur entweder über optisches Kabel oder über HDMI. Aber die Anlage, wo wir das Ganze anschließen möchten, hat das Ganze gar nicht. Wie kriegen wir jetzt den Ton aus dem Fernseher trotzdem an die Anlage, damit wir darüber den Ton hören können? Das erfahrt ihr in diesem Video. Bleibt doch einfach dran. Los geht's, euer Speaker Schocker. Gerade bei einfachen oder günstigeren Fernsehern ist mir aufgefallen, dass gar kein richtiger Audioanschluss mehr vorhanden ist. Selbst ein Kopfhörerausgang wird oft gespart. Oftmals bleibt dann einfach noch die Möglichkeit, den Ton entweder optisch über ein Lichtleitkabel oder halt digital über ein HDMI-Kabel über den ARC, den Audio Return Channel, auszugeben. Wie man das Ganze über den ARC-Channel an seiner Anlage löst, dazu habe ich hier schon mal ein Video gemacht, das packe ich euch oben in die Infokarte rein. Aber wie geht das Ganze jetzt, wenn diese Anlage die Anschlüsse gar nicht hat? Dazu brauchen wir folgende Sachen. Wir brauchen erstmal ein HDMI-Kabel, welches ARC unterstützt. Das ist ab HDMI Version 1.4, also das muss das Kabel mindestens unterstützen. Besser ist natürlich oder höher ist natürlich besser. Dann brauchen wir einen Audio-Konverter, der uns das digitale Audiosignal von dem HDMI-Kabel zu einem Analog-Signal über Change ausgeben kann. Dann noch Change-Kabel und das war's dann auch schon. Und wie schließen wir das Ganze an? Das zeige ich euch jetzt. Als erstes stecken wir unser HDMI-Anschluss in den Anschluss ein, der mit ARC gekennzeichnet ist. So, und jetzt kommt unser Audio-Konverter ins Spiel. Das ist hier ein ganz einfacher, muss jetzt hier nicht das Hyper-Hopper-Modell sein, reicht auch ein einfaches Modell. Hier geben wir jetzt unser HDMI-Kabel, welches wir jetzt mit dem anderen Ende am Fernseher angeschlossen haben. Hier in dem Eingang geben wir hier auch am HDMI-Eingang mit ARC gekennzeichnet den Stecker rein. So. Und auf der anderen Seite haben wir nun Audio-Ausgänge. Wir wollen hier das Ganze über RCA bzw. Change anschließen. Also schließen wir hier die Change-Kabel hier am Ausgang an und schließen dann das Ganze an einem Eingang von der Stereoanlage rein. Hier bei mir heißt es Line, bei euch kann das CD-Eingang sein oder Tape-Eingang. Spielt keine Rolle, Hauptsache ein Eingang. Zu beachten ist hier bei dem Kästchen, wir können hier einstellen, welche Ausgangsart wir nutzen möchten. Wir möchten gerne die analoge Sektion nutzen, also schieben wir hier den Schieberegler auf A für analog. Jetzt das Ganze noch mit Strom verbinden und dann war das mit der Anschlussarbeit auch schon erledigt. Jetzt noch die Einstellungen am Fernseher und dann muss es laufen. Im Menü des Fernsehers müssen wir jetzt noch die Toneinstellungen ändern, denn serienmäßig ist es so, dass die internen Lautsprecher eingeschaltet sind. Das wollen wir ja nicht, also stellen wir hier die internen Lautsprecher aus und wählen hier den Ausgang, Audioausgang über optisch oder halt HDMI, wie wir es halt angeschlossen haben. So. Und wenn wir jetzt die Anlage einschalten, sollte der Ton über die Anlage kommen. Macht ihr das Ganze jetzt nicht über HDMI, sondern über einen Toslink-Anschluss, wenn euer Fernseher nur sowas hat, dann geht ihr hier natürlich ganz genauso vor. Wie mit dem HDMI-Kabel nimmt ihr einfach dann das Lichtleitkabel. Alles andere ist genauso. Und jetzt schalten wir hier die Anlage ein, wählen den richtigen Eingang am Verstärker aus, habe ich hier schon getan. Und dann sollte das jetzt laufen. Das tut es ohne Probleme. Wenn man richtig Bums haben möchte. Alles okay, aber ich denke, dass ich hier in Zukunft auch... Yeah! Schaut mal unten in die Videobeschreibung rein. Dort habe ich noch ein paar weitere Videos mit Tipps und Tricks, wie ihr eure Anlage noch an irgendwas anschließen könnt oder wo ihr vielleicht noch ein bisschen mehr aus eurer Anlage rausholen könnt, was ihr vielleicht noch gar nicht wusstet. Hat euch dieses Video weitergeholfen, dann gebt ihr noch gerne einen Daumen nach oben. Das würde mich sehr freuen. Wenn dich diese Themen interessieren, dann kannst du diesen Kanal auch gerne abonnieren und dann würde es mich riesig freuen, wenn wir uns im nächsten Video wiedersehen. Macht's bis dahin gut, bleibt mir gesund und munter, liebe Leute. Ciao, euer Speaker Schocker. Ach, da oben sind noch zwei andere Videos und da unten ist Abonnieren.